Marc-André Kruska ist bei uns. Marc, 2:0 ist gut, oder? Ja, nicht schlecht. Also das haben wir uns vorgenommen. Wir wollen defensiv besser arbeiten und denke, das haben wir gut gemacht und ja, so kann es weitergehen. Jetzt habt ihr ja, nehmen wir mal das schlechtere Ergebnis gegen 1860 raus, aber eigentlich läuft es schon ganz gut. Findet sich die Mannschaft jetzt wieder, gerade jetzt in der Abwehr, nachdem Markus Prenzka ausgefallen ist? Ja, so langsam. Ich denke, das Spiel gegen 60 war eine Ausnahme. Also vor allen Dingen zu Hause treten wir eigentlich ganz, ganz anders auf. Und ja, natürlich sind wir noch in der Erfindungsphase, denke ich. Aber ja, es ist wichtig, dass wir jeder nach hinten arbeiten gut. Und dann haben wir auch immer gute Aktionen nach vorne und so entstehen auch die Ergebnisse. Jetzt haben wir gerade mit Leonardo Bittencourt gesprochen. Der ist ja ein bisschen in den Fokus gerückt. Wie schätzt du seine Leistung ein, gerade vom Sonntag? Ja, sehr gut. Er ist unbekümmert und er hilft uns enorm, sowohl offensiv als auch defensiv. Und ja, er soll sich einfach jetzt weiterhin keine Gedanken machen, weiter Gas geben und dann geht er wieder auch seinen Weg gehen. Das wäre schon meine nächste Frage gewesen, denn als erfahrenerer Spieler, er ist ja 17 Jahre, ist vielleicht doch nicht so einfach mit diesem ganzen Trubel umzugehen. Was wäre dein Tipp für ihn? Ja, wie ich gesagt habe, also ganz ruhig bleiben, also am besten, dass von außen gar nicht auf ihn nicht so viel einprasselt und ja, wenn er Fragen hat, kann er immer zu uns kommen, stehen immer bereit und ja.